Hey, ich weiß nicht, ob man es im letzten Video noch sieht, aber gerade als ich auf Aufnahme pausieren gedrückt habe, kam diese Nachricht hier angeflogen. Sehr schön. So viel zu Socken herstellen und Rüstung polieren. Wir werden töten müssen. Oder so ähnlich. Sieht schon mal sehr gut aus. Sind alles Nahkämpfer. Gibt nichts Nervigeres als Armbrustschützen bei den Goblins. Aber das heißt ja gar nichts. Das heißt ja nur, dass hier ein Trupp gerade aufgetaucht ist und vier, fünf andere in der Gegend. Oh. Dass zwei Trupps hier aufgetaucht sind und vier, fünf andere in der Gegend rumwuseln. Aber das sind wenigstens auch Nahkämpfer. Noch irgendwo ein Trupp? Vorzugsweise Nahkämpfer? Nein. Fernkämpfer. Mit einem Obermufti. Goblin Elite irgendwas. Elite Bowman. Oh. Das ist nicht schön. Ja, wenigstens zeigen die sich alle offen. Aber ich denke mal, wie gesagt, es werden trotzdem noch ein, zwei Trupps hier durch die Gegend tigern. Das heißt, F1, Militär, Alarm, Insight aktivieren. Brücken lassen wir es mal unten, damit die ersten Goblins in die Fallen tappern können. Boah, wir könnten was ganz Gewagtes machen. Wir könnten die Brücke da hochziehen und wir könnten hier unsere Armbrustschützen positionieren. Also solange der feindliche Bogentrupp nicht auftaucht, müsste alles okay sein. Wenn er auftaucht, haben wir ein Problem. Denn unsere Armbrustschützen haben anscheinend noch nie eine Armbrust in der Hand gehabt. Ich glaube, die haben noch kein einziges Mal trainiert. Ich kann ja mal ganz kurz im pausierten Zustand runterscrollen, aber da wird nichts los sein. Nö. Alles leer. Jo. Da gab es zwar noch einen Hinweis, den ich früher auch mal benutzt habe. Also einfach alle Leute, die im Crossbow-Trupp sind, privat als Jäger zu deklarieren. Also vom Job her. Weil Jäger haben immer eine Armbrust dabei. Der Haken dabei ist, dass Jäger auch außerhalb des Forts, auch in ihrer Freizeit, mal ein bisschen rumschlawenzeln und auf Beutejagd gehen. Und das ist absolut nicht gut, denn wenn da mal ein Troll vorbeikommt oder eine Invasion wie jetzt, dann sind die Kanonenfutter und das ist dann doof. Ja, müssen wir gucken. Also, ich bin nicht überzeugt vom Bogentrupp. Wobei das jetzt eine schöne Härteprobe wäre. Wenn sie sich jetzt da hinstellen und nach alle Goblins wegdackern, dann behalte ich sie. Wenn sie da stehen bleiben und keinen Schuss abfeuern oder von den anderen Bogenschützen einfach so weggenetzt werden, dann wird der Trupp halt aufgelöst. Und wir haben dann einen dritten Hammertrupp. Oder Axttrupp oder Kurzschwerttrupp. Ich glaube, alles wäre besser als ein Bogentrupp. Ja, also S, Shift C, M. Stellt euch mal dahin. Nächster Schritt, Brücke wart, glaube ich, ihr, Shift P. Also wir sollten noch warten, bis alle reinkommen, ne? Oh, und apropos reinkommen. Erstmal sollte der Befehl kurz aufgehoben werden. C. Dann sollten wir wirklich warten, bis wenigstens er noch drin ist. Dann sollten wir das da verbieten. Kurz gucken, ob da noch irgendein Zwerg gerade versucht hochzukommen. Oh, das ist ein toter Zwerg. Das meinte ich aber gar nicht. Also da runter, 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 runter. Überall Blut an den Wänden, das ist ja auch sehr schön. Hier war mal eine Elfenkarawane drin, glaube ich. Ach ja, gute alte Zeiten. So. Sieht irgendjemand einen Zwerg, der panisch Richtung Ausgang läuft? Und ja, man kann selbst in ASCII-Zeichen Panik lesen. Nö, schaut nicht so aus. Gut, nächster Schritt. F3. F2. Die Tür hier auch zu machen. Damit keiner von unseren Helden auf die Idee kommt, untenrum zu den Goblins zu laufen. Alles zu, zu, zu. Und ja, die werden wir später wahrscheinlich wieder aufmachen, damit die Goblins hier reinlaufen. Um die Fallen halt auch noch auszulösen. Aber erstmal ist so alles in Ordnung. Denn wir wollen ja gerade, dass die Goblins hierher laufen, damit hier die Bogenschützen schießen können. Ich sehe gerade was.
Ich ändere mal ganz kurz den Befehl ab. S, Shift, C, O, M. Stellt euch mal dahin. Weil die müssten eigentlich weit genug schießen können, um selbst hier hinten die Leute zu treffen. Das heißt, wir könnten dann theoretisch die Brücke erstmal nur hochziehen, dass die Goblins hier durchlaufen müssen. Dann werden sie entweder abgeschossen oder sie laufen in die Fallen. Ja, das klingt viel, viel besser. Sehr schön. Weitermachen. Der erste Bogenschütze kommt auch schon. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Hammertrupps brauchen ja teilweise 5 bis 10 Minuten, bis sie sich ausgerüstet haben. Wo zur Hölle läufst du hin? Genau du. Du gehörst, glaube ich, nicht zum Bogentrupp. Expo? Oh doch, Hyperlink. Okay. Im Hintergrund werden fleißig unsere Tiere geschlachtet, das ist vollkommen okay. 5 Mann sind schon da. Der Trupp besteht nur aus 6 Mann. Da könnten sich die anderen beiden Trupps aber echt mal eine Scheibe von abschneiden. Aber gut. Brücke hochziehen, und zwar die hintere. A, Schiff P. Ja. Du solltest da schnell weggehen. Keiner rauf da, keiner rauf da. Wusch. Sind das da Edelsteine? Da lagen riesige, oktagonale Edelsteine auf der Brücke. Und die wurden gerade weggeschubst. Ist ja interessant, was wir hier alles rumliegen haben. Aber gut. Und ja, diese Physikeffekte mag ich ganz gerne. So. Der erste verzieht sich wieder. Gucken wir doch einfach mal spaßeshalber, ob der... Oh, Trolle. Und zwar richtig viele Trolle. Ich... Wenn ich die Brücke jetzt nicht hochziehe, werden sie nicht drüber gehen und hier lang laufen, sondern sie werden höchstwahrscheinlich einfach die Brücke zerlegen. Dann kommt keiner rein und keiner raus. Ich glaube, ich ziehe die Brücke mal hoch. Aber dann können sie sie immer noch zerlegen, oder? In welche Richtung fährt die hoch? Können wir das nachgucken? T irgendwie? Eine Granitbrücke. Sehr schön. Nee. Cool. Können wir noch preisen. Okay, wir ziehen die Brücke hoch und hoffen, dass das genau zu dem Zeitpunkt passiert, wo die Trolle ungefähr hier sind und die schon anfangen zu schießen. Das wird nie was. Der erste ist jetzt schon da. Und hat einer von euch eine Armbrust in die Hand? Oh, die gehen alle unter die Brücke. Na klar, sind Trolle. Wo ist der hin? Oh, die sind alle nach oben und haben jemanden umgebracht. Nö, der war schon vorher tot. Also die Trolle haben sich zielsicher auf eine Goblinleiche gestürzt. Okay. Angestaute Aggressionen können sowas machen. Und wir können keine Fäden mehr spinnen. Hatten wir nicht 500 Pickfiber-Dingens? Na gut. So, die Trolle ziehen wieder ab. Oh. Oh, ich habe einen Bolzenfliegen sehen. Ich glaube, ich habe echt einen Bolzenfliegen sehen. Sehr schön. Komm. Nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon. Ihr könnt doch ruhig dahin vorkommen. Die. Ah, jetzt da unten. Nee, nach oben gelaufen. Oh. Hallo. Ihr seid aber ganz schön viele geworden. Und vor allem sind das hier auch Crossbow-Goblins. Der andere Trupp mit dem Elite war doch... Nee, das ist der Trupp mit dem Elite. Ja. Also ich könnte jetzt echt den Scharfschützentrupp hier stehen lassen, in der Hoffnung, dass die irgendwas reißen gegen die Goblins, aber... nee, das wäre ganz schön gemein. Überprüfen wir einfach mal ganz kurz, ob sie denn ihre Sachen dabei haben. Wenn sie ihre Sachen dabei haben, wie sie sollen, dürfen sie gerne wieder abziehen. Weil dann haben sie echt eine super Arbeit geleistet. Sie können ja nichts dafür, dass sie keine Trainingseinheiten bekommen haben. Sie sind sehr schnell aufgetaucht. Sie sind recht lange hier geblieben. Es sind immer noch 4 von 6 da.
Beim Hammertrupp waren meistens nur 3 von 10 oder so da. Aber ja, gucken wir nach der Ausrüstung. Also sie haben ganz viel Leder und Stoffzeug, das ist schon mal gut. Sie haben einen Köcher dabei, sie haben eine Armbrust dabei, ein Backpack, Waterskin und das reicht eigentlich schon. So, nächster Schritt, gucken wir mal, ob die Köcher voll sind. Das wäre so ganz praktisch. Kupferbolzen. 5 Stück und einen ganzen Stack. Und es sind noch die richtigen Bolzen. Kann man nicht meckern. Nächster. Auch ausgerüstet. Hat ein Backpack, hat ein Crossbow, Köcher, Waterskin hat er da, Trousers, Backpack, Crossbow, da ist der Köcher, keine Pfeile im Köcher. Erster Fehler. So, nächster. Du hast deine Rüstung an, du hast ein Waterskin, du hast ein Backpack, du hast ein Crossbow, du hast ein Schild. Das ist schon mal nicht gut. Wenn solltest du einen Buckler tragen. Da ist der Köcher. Er hat Pfeile drin. Also Bolzen. So, wenn du jetzt auch noch Bolzen drin hast, ist alles gut. Einer schlägt immer aus der Reihe. So, du hast Rüstung, du hast Backpack, du hast Crossbow, du hast eine Hose an, das ist auch schön. Du hast sogar 2 an, das ist super. Du hast auch ein Schild, das ist unnötig. Und da ist der Quiver. Und du hast 37 Bronzebolzen. Ja, ich würde sagen, unser Crossbow-Trupp hat sich echt gut geschlagen. Und wir werden ihn auf keinen Fall jetzt verheizen, nur damit ich irgendwas testen kann. Also S, Shift C, O, weg da. So, ihr verzieht euch jetzt alle, das ist gut. Die Rüstung wird eingesammelt, das ist nicht so gut. Trolletor. Oh. Unsere Wachhühnchen werden abgeschossen. Ja, sie erkaufen uns Zeit. Gefallen fürs Vaterland. Und so weiter und so weiter. Da kommen jetzt Elite-Goblin-Speerträger. Das ist ein ganz schöner Haufen hier. Okay. S-Shift-A, Shift-B. Move. Hier hin. Ich will nicht, dass irgendein Armbrustschütze sie anschießt und dann die ganze wütende Meute an allen Pfeilen vorbei direkt auf sie zustürmt. Das wäre nicht so schön. So, jetzt gucken wir mal, wie unsere beiden anderen Trupps sich so schlagen, was Musterungszeit angeht. Und hey, das war ja richtig flott. Sehr schön. Ziehen wir mal die vordere Brücke hoch. In der Hoffnung, dass wir wenigstens 1-2 Goblins reinlocken können. Und zwar hoffentlich nur Goblins. Das sind 3 Trupps Trolle und 3 Trupps Goblins. Und die Brücke ist hochgezogen worden. Na, was macht ihr? Komm schon, ich hätte gerne euch da drin, damit ihr die Fallen auslöst. Komm, komm, komm. Ah, Trolle kommen. Wenn ihr jetzt bei der Brücke stehen bleibt und anfangen drauf einzuschlagen, dann ziehe ich sie sofort wieder hoch. Jo, sie schlagen drauf ein. Ich hoffe mal, das schaffen wir schnell genug. Du, Schiff P. Haut nicht die Brücke kaputt, haut nicht die Brücke kaputt, haut nicht die Brücke kaputt, haut nicht die Brücke kaputt. So, Goblins sind drauf, Goblins sind drüber. Brücke wird eingezogen. Ja, ganz viele Trolle sind runtergefallen. Sehr gut. Und wir haben einen Goblin total erschreckt. Der wurde nämlich von der Brücke hierhin katapultiert. Wo sind sogar mehrere? Stosu, der Troll. Statsgatz, der Goblin-Schwertkämpfer. Und noch ein Goblin-Schwertkämpfer. Und ja. Also, 5 Leute konnten wir so fangen quasi. Die werden jetzt hoffentlich die Fallen auslösen. Alles ist gut. Und kommt der Troll jetzt gerade an die Brücke ran? Das wäre echt nicht schön. Zustand? Alles okay. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken, was er gerade macht, aber das kann ich bei feindlichen Einheiten ja leider nicht. Also ich hoffe, er steht einfach nur dumm rum, genau wie die Goblins.
Wenn er jetzt von hier die Brücke kaputt macht, das wäre nicht so schön. So, 2 Goblins sind gefangen. Oh, dann waren es ja doch 6. Ja, gut. Jedes bisschen hilft. Das mit der Lava klingt jetzt nach und nach echt nicht schlecht. Aber wenn wir jetzt irgendwo hier so einen Zugang hätten und dann da die Lava runterlaufen lassen könnten. Das dauert aber ewig. Dann müssen wir es von oben machen und das klappt nicht. Dann sieht ja irgendwo hier einen Zugang, der dann hier hochgeht, da lang und hier runterkommt. Denn hier alles mit Lava füllt. Jedenfalls kurzfristig. Das wäre doch schon mal schick. So, du hast da jetzt ein X hinterlassen. Ah, okay. Du hast nicht dumm rumgestanden, du hast nicht die Brücke zerstört, du hast das Floodgate zerstört, das hier nochmal... Oh! Was zur Hölle, Zwerge? Gut, dass du keinen Namen hast. Ah doch, Hammer 2, Shootstar? Du heißt jetzt nicht echt Shootstar, oder? Du gehörst zu den Legendary Chambers und dein Auftrag ist gerade was? Du sollst Beinen ersetzen. Hä? Ich bin verwirrt von dieser neuen Anzeige, die kenne ich noch nicht. Also unser Hammerzwerg Keskalvir Exdwarf oder Hammer 2 Shootstar gehört zu den Färbemitteln und ersetzt jetzt gerade einen anderen Hammerzwerg namens Beinen. Den kennen wir auch schon. Und warum genau machst du das zwischen all unseren Pfeilen und mit 15 Bolzen im Genick und in Richtung Trolle laufend? Das finde ich doch ein wenig merkwürdig. Hast du Wunden? Nö. War schon mal gut. Hast du wenigstens Rüstung? Nö. Du hast Gremlin-Lederhosen. Du hast ein Bronzeschild. Du hast ein Waterskin. Du hast noch ein paar Hosen. Diesmal von einem riesigen Parakeet. Was auch immer das ist. Du hast Stahlschuhe. Du hast einen Stahlschuh. Nämlich den rechten. Und einen Stahlhelm. Also schon mal keine Waffen. Ja. Und du? Du bist ähnlich bekleidet. Und du bist Beinen. Der von ihm ersetzt werden soll. Und du sollst Black Ace ersetzen. Ihr seid echt komisch. Hast du Wunden? Nein. Ja, das gucken wir uns dann mal nächste Folge an. Ich bin recht irritiert und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt verhindern könnte. Also die haben beide einen Station-Befehl, beide Trupps. Und die gehören eindeutig zu dem Trupp. Die sollten eigentlich hier stehen bleiben. Na gut, aber wie gesagt, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder.